Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Minecraft Live in the Woods. So ja, ich hoffe ich schaff's mal lebend nach Hause, möchte aber vorher noch gerne zwei Schäfchen scheren, wenn sie mich lassen, wenn ich sie wiederfinde. Die müssten hier, sollten hier irgendwo sein. Ein schwarzes habe ich schon gesehen. Na, geh weg. Du Laub. Komm. Lecky, leck, leck, ne? Dieses Laden, es ist fürchterlich. Auf jeden Fall möchte ich gerne noch zwei Schäfchen scheren. Was bist du? Bodengarten. Ich kann nichts mehr tragen. Ich muss da mal später wieder her. Aber ich fürchte diese... Da drüben ist ein Schaf. Ich wollte gerade sagen, die Schäfchen sind verschwunden. Nein, da ist ein Schaf. Hallo. Hallo. Dankeschön. So, sind das zwei gewesen? Fünfe, sechse, jawohl. Wir können versuchen, nach Hause zu gehen. Wenn ich noch weiß, wo das ist. Pff, unser Zuhause. Ich habe da zwar ein paar Fackeln mal platziert, aber... Ja, das sind halt, ja, nur Fackeln und... Was bist du? Stengelgarten. Und das da? Kleefeld, ein Stengelgarten. Ja, ich muss hier unbedingt nochmal her. Ich werde noch ein paar Fackeln hier platzieren. Ich muss da unbedingt her nochmal. Das ist echt auch essenstechnisch mehr als gut für uns. Und ich glaube, ich weiß nicht mehr, wo ich hin muss. Ich glaube darüber. Ich hoffe es. Ich muss jetzt nämlich schnell nach Hause. Und Essen brauchen wir nämlich auch schon wieder. Meh. Streng gesehen hätte ich noch fischen müssen. Soll ich es wagen? Wie viel Essen haben wir jetzt noch? Ich hätte einen Kürbis zum Verknuspern. Zucchini haben wir noch gar nicht, ne? Die darf ich gar nicht essen. Ich habe keinen Platz mehr. Ich muss heim. Ich muss echt schauen, dass ich jetzt heimkomme. Meh, Schaf, meh. Aber ich glaube, das stimmt schon. Ungefähr. Ich glaube, da hoch. Platsch. Dabdara, dabdara, dabdara. Ich hoffe, wir schaffen es lebend heim. Aber ich habe noch was zum Essen. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, ein paar Beeren hätte ich noch. Und dann bin ich, glaube ich, schon wieder... Dann kriege ich schon wieder am Zahnfleisch daher. So, halt. Zuerst da durch irgendwo. Ach, wo war denn das? Pff. Was haben wir denn hier? Kastanien! Aber nicht der Ernst. Ich glaube, ich esse mal... Ich versuche mal, den Kürbis da zu essen. Ob das geht? Na, ich kann nur hersetzen. Ich würde gerne mal so eine... Ich nehme mal ein paar Kastanien mit. So, Kastanien. Auch nicht schlecht. So. Ich komme hier nicht mehr weg. Wo muss ich denn jetzt lang? Ich versuch's mal da drüben. Ich muss irgendwie an Höhe gewinnen, damit ich weiß, wo ich bin. Ach komm, hau weg den Dreck. Das Hüpfen ist halt auch ein bisschen anstrengend, glaube ich. Boah, ich habe so Angst, dass ich wieder verhungern, du. Machen wir so. Es wird dunkel. Oh weia. Oh Mann, da komme ich nie hoch. Dann machen wir es halt mit der Leiter, ne? Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Na, da drüben doch nicht. Aber ist mir jetzt gerade wurscht. Ich werde auch schnell... Ich brauche Fackeln. Ich muss schneller hin und her switchen können. So. So. Zack. Zack. Ich glaube, das passt schon. So, nichts wie hoch. So, ich will hier irgendwie weg. Zack, zack, zack. Aha, ja, ich glaube. Ich glaube, wir sind hier gar nicht mal so falsch. Zumindest sind wir hier schon mal lang. Das, also, ne, also den Weg hier kennen wir. Das ist hier unser Weg. So, ein bisschen mit Fackeln auskleiden. Und dieser Schlamm ist einfach fürchterlich. Unser Baumhaus, da ist es.
Es ist in Sicht. Oh Gott, ich brauche was zu essen. Boah, ich schaffe das, glaube ich, nicht. Dieses Hüpfen immer müssen, ne? Das ist auch so weh. Vielleicht sollte ich gar nicht so viel hüpfen. Komm, Schlamm. Schlamm ist pfui. Weh. So. Gleich sind wir zu Hause. Gleich sind wir in Sicherheit. Mehr oder weniger. Wir können nur noch den Hungertod sterben. Im schlimmsten Falle. So. Und da sehe ich schon wieder einen Zombie. Der unser Hirn... Meine Güte, weil hier was wächst, ne? Echt. So. 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 Mach. Mach. Hüpf! Meine Güte. Hüpf bitte nochmal. Und dann rauf hier. Hoffentlich geht's das noch aus, ey. Ja? Boah, geschafft. Okay, das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. So, ja, ja. Es ist knapp. Es war sehr knapp. Aber es war klar, dass ich verrecken werde jetzt. Ich habe nichts mehr zum Essen gehabt. Ich wollte nur schnell die Truhe noch weg. Und dann wollte ich, weil ich gar keinen Platz mehr hatte für Essen, Dingens. Naja. Ja, ja. Fall ins Loch rein. Hast eh recht. So. Creeper. Creeper nicht gut. Skelett-Typi. Noch ein Skelett-Typi. Au. 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 Schaffe ich es wahrscheinlich nicht mal mehr zu mir heim. Ah, ja. Spinne auch noch. Oh, Mann. Ja, ja. Komm, tauch ab. Geht's zum Tauchen? Na, geht nichts. Mann, ey. Oh, Gottchen. Naja. Ja. Es ist zum Mäuse melken. Es ist echt zum Mäuse melken. Komm, hüpf mal. Irgendwo da gab es doch ein Loch, ne? Hm? Ah, das kann man nicht mitnehmen. Ich dachte, das kann ich mitnehmen. Nö, nö. Kannst doch mal... Kannst doch mal... Ah, Creeper. Okay. Hexe. Mann, ey. Da ist ja alles da. Aber wirklich alles. Da lebt alles. Ich will doch nur nach Hause. Da ist noch so ein Scheiß... Ja, die Spinne wieder. Ach, Gottchen. Überhaupt... Ja, ja, noch so ein Dreckskelett. So, jetzt habe ich hier wieder das Problem, dass ich nicht drauf kann, ne? Alter, ich bin schon so gut wie tot. So. Wenn ich da noch lebend heimkomme, habe ich nur Glück gehabt. Mehr war es nicht. So, und drauf. Puh, alter Schwede. So, ich muss was essen. So, und so... Ja, is mal. So, passt. Was für ein Dilemma. So, was haben wir da? Baumwolle ist fertig. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, wo war die Baumwolle drin? Ich habe es vergessen gehabt. Hatte ich sie hier drin? Ja, da ist sie. So, Baumwolle, bitteschön. So, Grabsteinchen. Ich nehme mal 1, 2, 3. Dann, ja, lass. Dann nehme ich halt alles und das hier. So, jetzt wird mal ein Bettchen gebaut. Ganz dringend, zwei Bettchen sogar. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und, ach so, ich bin doof. Machen wir nur mal eins. So. Ein Bettchen, hurra! So, das Holz nehmen wir mit. Komm, Holz. Und dann beim Grabstein brauche ich ja noch meine dritte Wolle, also die hier. Dann kann ich ja auch schon langsam wieder einsortieren anfangen. So.
So, lala. So und so. Was er mit dem anfangen? Mit dem Wassersalat bin ich auch schon gespannt. So, ich habe falsch geordnet, Entschuldigung. So und so. Und die Hacke tun wir dann gleich wieder in ihre Truhe. Oder? Ja, ich denke. Wir werden ja als nächstes wieder ein bisschen fischen gehen, glaube ich. Ich glaube, das wird sich gut anbieten. So. Und so. Na bitte, haben wir schon. Meine Güte, ey. Entschuldigung, nochmal fürs Weiben. Ja, gut. Also, Bettchen bauen. Ja, das passt schon. So, eins, zwei, drei. Es müsste klappen. Zack, zack. Und zack. Yeah. Bravo, ein Reisebett und ein Bettchen für uns. Sehr schön. Das werden wir auch gleich oben hin platzieren, wenn mich das Spiel lässt. Jo, super. So, tada. Ich denke mal. Wie macht man das? Hier so im Eck? Da wollte ich eigentlich die Truhen und das Regal bauen. Da wird es, glaube ich, gut hinpassen. So. Na, das schaut doof aus. Kaputt. Ach so. Okay, es fängt von unten an. was machst du da, Zocki? Eins, zwei. So. Jetzt aber. Jo, ich glaube, das schaut okay aus. Wobei es gerade so her besser stehen würde, ne? Besser passen würde. Nein. Aber dann müsste ich es fast in die Ecke bauen. Könnte ich aber auch machen. Hier so im Eck. Geht schon. Oh, ruck. Jawohl. Ach so, ja, genau. Speichern mal. So, Moment. Kann man jetzt auch schon tagsüber schlafen? Seit wann? Hä? Was? Nacht? Okay, ich bin verwirrt. Gut. Das hätten wir mal. Dann können wir hier oben bei passender Gelegenheit war auch schon mal. Warte, ist jetzt fertig? Schau. Brokkolipflanze ist fertig. Sauber. Und du auch schon? Nein, der Lauch braucht noch. Aber hier. Der ist auch schon fertig. Und da hinten die Erdbeeren. Juhu. So, komm her. Ah, ich bin voll, natürlich. Denn selbst verfreite ich. Ich bin voll. So. Dann machen wir auf. Dann schmeißen wir es rein. So. Dann die Zucchini. Die dürfen auch nicht fehlen. Dann der Salat, wo wir dann später schauen werden, ob der wirklich was kann. So, das packen wir rein. Die Schwammerlis. Wie schaut es mit Hunger aus? Geht noch? Alles gut? Nanu? So wollte ich das machen. Dann die Kastanien. Dann noch mehr Schwammerl. Noch mehr Schwammerl. Ich glaube, das ist es. Da, so, da hier, diese komischen Augen. Ja. Der Salat ist fertig. Oh, wie schön. Salati. So, die Erdbeere wollte ich noch holen. So, blub. Passt, haben wir alles. Können wir schon wieder Marmelade kochen? Muah. Super. Apropos Salat. Zwei Stück haben wir rausbekommen. Ah, das zahlt sich wenigstens aus. Ich packe das nochmal alles rein. Ich sortiere mal alles weg. So, wie es sich das gehören tut. Da kommt der Schleim. Da kommt das Ding rein. Unser Bettchen lassen wir da. Das brauchen wir. Und die Ranken, die hübschen, die packen mittlerweile hier rein. Ich muss das echt mal machen. Ich weiß, ich nehme das immer, immer, immer vor, aber ich muss das jetzt echt mal machen, diese hübschen Ranken da einzupflanzen. So, dann haben wir hier noch Holz, Stolz auf Holz, das können wir eigentlich verheizen. Aber ich lasse es mal da. Und ich glaube, dann passt das schon wieder. So,
Bettchen. Ah ja, Pfeil und Bogen können wir auch noch entsorgen. Der kommt hier rein. So, haben wir schon 6 Pfeile und haben nicht mal was dafür getan. Großartig. Außer Viecher umzuhauen. Gut, als nächstes wäre wieder eine Angelsession von Nöten. Und ich glaube, Zucker wächst hier auch schon wieder brav. Das heißt, wir können auch dann gleich ernten. Mit R. Verstehst? Ernten. Bist du schon fertig? Ja. Das nehmen wir mit als Wegzehrung. Ich lasse es lieber da. Ja, bevor ich wieder Blödsinn mache. Und ansonsten Fisch oder so haben wir nicht, ne? Nein, ich könnte jetzt noch diesen Zucker hier verarbeiten. 2 Früchtchen und 1. Dann hätten wir die 3. So, den Zucker. Dann brauchen wir das hier, richtig, genau. Dann kommt das so. Das kommt so, das kommt so. 1, 2. Und natürlich einmal die gute Erdbeere. Ich mag das mit der Marmelade. So, 2 und wieder weg. Zack, so schaut es aus. Gut, gut, gut. Dann würde ich sagen, wir essen unsere Beere, weil wir kriegen schon wieder Hunger. Ich packe schon mal das Gelee dahin. Und dann zücken wir unser Schwertelein und wir gehen es wieder an. Ich versuche fischen zu gehen. Ich hoffe, es möge uns gelingen, dass wir das auch lebend schaffen. Ja, schau mal, der Zucker ist gar nicht so schlecht gewachsen. Den ernten wir gleich. Da ist unser Hühnchen. Ja. So, schön hinstellen. Und ich werde es so machen. Ein bisschen Schwert sparen. Das muss eh noch gute Dienste erweisen. Blub. Und blub. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Das Hühnchen geht schon wieder im Schlamm baden. Es ist wie ein Schweinchen, ne? Der mag es halt, wenn er ein bisschen braun ist. Dann kann die Henne hier ihren Freundinnen erzählen, dass sie auf Urlaub war. Dass sie schön sonnengebräunt ist, ne? Verstehst? Schokoladenbraun. So, blub, blub. Okay. Ein Fischtinte. So. Tintenfisch. Gut. Ein kleiner Check. Gibt es hier böse Monster? Noch nicht. Das ist schön. Das heißt, wir gehen fischen. So, 2 Fische dürften sich vielleicht noch ausgehen in dem Part und dann ist schon wieder vorbei. Dann werde ich noch ein bisschen fischen, sodass ich vielleicht 10 Fische habe und dann starte ich den Part wieder. So. Ganz einfach und unkompliziert. Ups, da. Da haben wir schon unseren ersten. Dann wäre es vielleicht auch nicht schlecht, wieder schon mal. Ja, ich muss mich dann erkundigen, wie das geht mit dieser komischen Brücke da, ne? Da habe ich überhaupt keinen Plan. Die kann man im Vorfeld irgendwie zusammenschustern, glaube ich. Und dann kann man sie irgendwie bauen. Ja, mehr weiß ich nicht. Ich habe es nur mal kurz irgendwo mal gesehen. Kann nicht mal mehr sagen, wo das genau war. Aber die hat toll ausgeschaut. Die würde sich auch super eignen für so ein Baumhausgeschichtel. Na, Fischi, da ist er schon. Kontrolle, Monster, kein Monster. Alles gut. So, nächstes Fischi. Schön. Sehr, sehr schön. Und da müssen wir nochmal zu den Schäfchen zurück. Ist eh klar, weil wir brauchen... Ich möchte gerne diesen Stangengarten mitnehmen. Vielleicht ist da echt so Lauch und so ein Schmarrn noch dabei. Na los, komm, mach. Jawohl. War das gerade ein Kugelfisch? Kein Monster. Passt. Der eine Fisch geht sich noch aus, dann ist der Part auch schon zu Ende. Diesmal habe ich sogar fast keine Überlänge. Ah, tut mir leid wegen letztens. Jo. Komm, Fischi. Horuk. Du schaffst es. Ich wollte einen Köder bauen.
Das wollte ich schon so lange. Komm ich super dazu. Komm, hau ruck. Ah, jetzt war ich zu schnell. Na gut, beenden wir den Part. Ich fische da noch ein bisschen und wir werden im nächsten Part dann wahrscheinlich im Baumhaus starten. Schaut aber echt nicht schlecht aus von da, oder? Okay, das Dach da oben, es wirkt etwas komisch. Das hätte ich vielleicht um eines niedriger bauen sollen. Können wir aber noch machen. Oder ich verkleide das einfach am Rand, dann schaut es auch nicht so schier aus. Oder? Oder? Dann lassen wir uns noch was einfallen. Ihr Lieben, das war's leider wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!